10 Arten von Brawl Stars Spielern, der Pay-to-Win-Spieler. Oh, endlich mal wieder in Brawl Stars reingehen. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Okay. Geschenke. Bah, Digga, das ist ja übelst ekelhaft. Bro, wieso kriege ich einen Gratis-Brawler? Egal, wir holen ihn mal lieber schnell ab. Ah, okay, ich habe den eh schon. Perfekt. Ich würde sagen, einfordern. Oh, was? 500 Credits? Das ist ja richtig arm, Digga. Nein, ich bin auf dem Free-to-Play-Account gelandet, glaube ich. Oh, ich muss ganz, ganz schnell auf meinen Pay-to-Win-Account. Oh, ich sehe auch gerade... Oh, ich habe hier einfach mein Gratis-Geschenk auf dem Account. Boah, ich muss ganz schnell Geld ausgeben. Sonst raste ich hier komplett aus. Oh, schon viel besser. Jetzt geht's erstmal ab auf den Pay-to-Win-Account. Ja, Mann. Hier fühle ich mich wohl. Erstmal bitte eine Stören reinmachen, damit ich nicht genervt werde. Und Alter, 1,9 Millionen Münzen. So ist das wirklich richtig, Alter. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal in den Shop. Was? Ich habe noch nicht mal alle Brawler sofort kaufen. Es gibt zwar gerade 100 gratis Star Drops, aber nee, müssen wir nicht öffnen. Ich würde sagen, wir kaufen einfach Melody, weil ich glaube, da werden wir die eh nicht ziehen, Digga. Gratis gibt's eh nichts geschenkt. Deswegen würde ich sagen, jetzt kaufen wir einfach mal Melody, 23,99 €. Die esse ich zum Frühstück. Ich würde sagen, let's go. Okay, Kauf müsste erfolgreich gewesen sein. Auf meiner Kreditkarte ist noch richtig viel Geld drauf. Let's go. Aha, sehr gut, ne? Ich wollte schon auch sagen, es dauert hier ein bisschen lange. So, jetzt. Ja! Digga, so ein Ding ist das. Ey, warum hängt das so? Ist mein iPhone 25 nicht gut genug? Egal, ich würde sagen, haben wir auf jeden Fall uns geholt. Auf diese, ja, nee, auf die Gratis-Geschenke hier können wir verzichten. Und ich würde sagen, jetzt erstmal hier gucken durch meinen Max-Account. Wo ist jetzt der Brawler, den wir uns hier gekauft haben? Oh, Power 1 ist richtig ekelhaft. Schnell, bevor es andere sehen, das ist unnormal peinlich. Ganz schnell upgraden. Auf Power 11 aber auch wirklich. So, jetzt schön upgraden. Jetzt auch nochmal hier schön. Der Brawler hat ja gar keinen Hypercharge. Digga, nee, den spiele ich nicht, ganz ehrlich. Der Flexer. Oh, Alter. Ich weiß auch nicht, ey. Heute zu zocken, weiß ich, habe ich nicht so Bock, ehrlich gesagt. Boah, irgendwie ein Gesicht juckt so. Warte mal, ich muss mich da mal so kratzen. Ja, genau da juckt's, ey. Genau, Leute, genau da juckt's, Alter. Oh, jetzt juckt auch noch meine andere Seite, ey. Das ist echt, oh, das ist echt unangenehm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal aber in den Shop und ja, schauen jetzt mal, was wir uns hier holen. Und, hä? Digga, Poop-Spike? Hä, was ist das denn? Oh, komm, ich würde sagen, den holen wir uns mal. Was, ich habe gar keine Juwelen? Ich lade mir jetzt sofort welche auf. Oh, das war schon richtig unangenehm hier. So, Bestätigung. So, Kauf war erfolgreich. Oh, und ey, ich muss auch sagen, was ist das denn? Ein 5-Euro-Schein? Was ist das denn? Das ist doch lächerlich. Zum Glück habe ich ja hier eine Golduhr, mit der ich jetzt einfach mal, ja, diesen Geldschein anzünden kann, weil den brauche ich wirklich nicht. Also 5-Euro-Scheine sind tatsächlich auch nur, ja, ganz gut, um sie eben abzubrennen. Also ich würde auch sagen, ja, wir machen da jetzt einfach mal hier diesen Schein einfach mal weg. Okay, gehen wir mal in die Skins rein. Okay, habe ich alle. Ey, was? Da fehlen mir noch welche. Aber egal. Mythische Skins? Ja, okay, Dünger-Spike, ne? Stimmt, jetzt haben wir aber auch endlich mal alle. Das ist ja auch maximal unangenehm, wirklich. Was für April, Mann! Und ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal hier weiter. Ah! Mir fehlen ein paar Goldskins! Nein! Das ist ja... Oh, ganz schnell kaufen, Junge. So, jetzt kann ich endlich mein ganzes Gold, Digga, ausgeben. Und... Oh, irgendwie... Oh, juckt mein Bauch auch hier so ein bisschen. So, okay, ich würde sagen, ja, erstmal hier auf jeden Fall den gekauft. Dann geht's jetzt mal weiter. Digga, so günstig sind die. Und ich würde sagen, ja, den haben wir uns jetzt auch gekauft. Ja, gehen wir gleich mal in Game rein, wenn wir uns hier die ganzen Goldskins einmal gekauft haben. Das Brawl Stars Kind? Ich habe gehört, Brawl Stars ist wieder richtig im Hype. Und ich wollte jetzt unbedingt mal reingehen. Und ich wollte gucken, mit welchen von meinen Freunden ich jetzt spielen kann. Weil ich habe mit meinem Freundebuch. Und wir gucken jetzt mal rein. So, Leute, jetzt ist mein Freundebuch Brawl Stars und ich habe gar keine Freunde, Mann. Okay, wir müssen alleine spielen. So, Leute, jetzt, Alter, Brawl Stars Account von mir. Jetzt gucken wir mal. Oh, ich habe richtig lange nicht mehr gespielt, weil es war nicht im Hype. Und jetzt spiele ich wieder Edgar. Ich will Edgar. Burger Pommes auf die 1. Während du...
Weg warst. Aber ich habe doch gar keinen Weg gemacht. Hm. Oh, der ist ja richtig cool. Das ist so ein... Oh, das ist so ein Hai. Ich mag den aber nicht. Oh, gratis Geschenk. Episch, was ist das? Ich kenne nur Megabox. Okay. Oh. Oh, legendär. Legendär, ja. Oh, Saison 16. 470 Markenverdoppler? Was soll ich damit? Oh! 8-Bit! Aber was ist dieses Markenverdoppler? Ey, was ist das? Hm. Oh! Saison 17! 190 Markenverdoppler! Tick! Ich weiß nicht, warum ich das bekomme. Episch! Edgar ist auch episch. Oh, Stu! Den kenne ich. Und Hank? Der sieht cool aus. Das ist ein Fisch. Deswegen nehme ich den. Und ja, das ist meine Account. Schule ist cool. Leider heißt er immer noch. Mein Lieblingsballer, Edgar. Und ich spiele auch nur Edgar, Leute. Und... Oh! Gratisgeschenke! Profilbild, Profilbild. Oh, ist blöd. Was ist das? Münzen! Ja! Oh, was ist das? Blin? Das ist doch Song von 24 Tim. Oh, ist nicht so coole Geschenke. Hm, ich würde sagen, Solo Showdown Edgar, let's go. Ich spiele am allerliebsten Edgar. Das ist mein Lieblingsballer. Ich habe den schon mal auf 1500 Pokale geputzt, aber habe die wieder verloren wegen Hyra. Der hat mich nämlich gebannt und dann auch noch gehackt. Und jetzt ist der wieder unten gedroppt. Der war da richtig hoch, aber wirklich versprochen, Leute. Wirklich, der war richtig hoch. Ja, Shelly, komm her. Komm her, Shelly. Oh, Shelly, komm her. Ja. Edgar hat richtig gutes Schild. Und ich bin richtig Pro-Player. Und boom. Ja, Edgar ist der Beste. Edgar ist der Beste. Burger Pommes. Der früher war alles besser Typ. Boah, ich habe schon 5 Jahre kein Brawl Stars mehr gespielt. Ich bin jetzt mal gespannt. Also das Logo, das fand ich damals viel, viel besser. Digga, da erkennt man doch nicht mal mehr dieses OG Brawl Stars, Junge. Egal, wir gehen jetzt mal rein. Alter, was ist das denn für ein Lockscreen? Okay, so, schauen wir jetzt einfach mal, was sich hier alles verändert hat. Hä? Tägliche Geschenke? Nee, Digga, fühle ich gar nicht. Was ist das denn? Stardrop. Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, ich habe die irgendwann mal eingefordert, aber so richtig feiere ich die ja auch nicht. Ich fand Megaboxen schon viel, viel geiler. Oh, ich vermisse einfach das alte Brawl Stars. Alter, ich erinnere mich noch dran, damals, als man einfach Tickets noch hatte und mit den Tickets Brawl Boxen gesammelt hat. Digga, ich habe jeden Samstag gefühlt, man Robo Rumble zu spielen. Und diese ganzen Brawlboxen anzusammeln. Und dann aus den Brawlboxen immer gratis legendäre Brawler zu ziehen. Alter. Oder die Beta-Version damals, als es nur 15 Brawler gab. Junge, das waren noch Zeiten. Oder einfach, Junge, die Omega-Box. Bruder, war die krass, Mann. Ey, ich vermisse das so, so hart. Warum kann ich einfach die Omega-Box wieder zurückkommen? Was soll ich denn mit Stardrops, Digga? Ich sag euch, früher war wirklich, wirklich, wirklich alles besser. Egal, Digga. Es gab viel weniger Brawler. Es gab viel bessere Skins. Es gab viel, viel weniger Gadgets. Ihr Star Powers, alles Mögliche. Damals war alles besser, junge Mann. Der nur die China-Version mag. Ey, ich sag euch, die einzig wahre Brawl Stars-Version ist die Brawl Stars-China-Version. Erstens gibt's sie nur auf Android, richtig geil. Und zweitens gibt's hier richtig viele geile Sachen. Zum Beispiel gibt es im Shop einfach mal... Digga, warum lädt das so langsam? Ja, Mann. Und zwar gibt es da einfach ultra viele verschiedene Boxen, Mann. Das ist ultra krass. Die kann man sich einfach free-to-play mit Credits holen. Und deswegen ist die Version zum einen viel besser... Und ich hole mir jetzt einfach mal Free-to-Play eine Megabox, Junge. Mal schauen, wie viel verbleibende wir haben werden. Oh mein Gott, einfach mal Megabox, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Hä? Ein verbleibender? Was ist das denn, Junge? Nur Münzen bekommen, Mann. Oh, das ist richtig ärgerlich. Egal. Digga, es gibt hier einfach die Ultra-Mega-Shiny-Ultra-Rainbow-Box. Richtig geil. Und es gibt hier auf jeden Fall richtig krass viele Angebote. Oh, Gratis-Geschenk, Leute. Wir haben einen gratis Hypercharge vielleicht. Ich muss mal gucken, was das sein wird.
Leute, und ja, die China-Version, die lädt auch ein bisschen langsamer, Leute, aber die ist trotzdem viel, viel besser. Vertraut mir einfach mal. Boah, let's go. Mal schauen, was wir haben, Leute. Oh, nice, Digga, für Jackie. Das ist sehr geil. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal hier in den Shop rum. Oh, wir haben richtig viele geile Angebote. Alter, hier sogar Boxenangebote. Und das Geile ist auch bei der China-Version, man kann auch gar kein Geld ausgeben. Das Geile ist auch, hier funktionieren auch gar keine YouTuber-Creator-Codes, die man so kennt. Zum Beispiel kann ich jetzt mal eingeben Lukas. Okay, Leute, und zwar seht ihr schon, Lukas funktioniert hier einfach mal nicht richtig gut. Der nur Openings macht. Boah, ich gehe jetzt endlich mal wieder in eine Runde rein. Ich habe mir jetzt gerade hier den neuen Brawler geholt. Und ich würde sagen, wir probieren das mal einfach wieder ein bisschen zu zocken. Eigentlich bin ich ja ehrlich, ich mag nur Openings. Okay, komm, dann bring es mal hinter mich. Nächste Runde Brawl Stars. Ja, um ehrlich zu sein, Bro, ich feiere einfach zocken nicht so. Also, um ehrlich zu sein, mag ich auch einfach nur Star Drops. Ich mag einfach nur den Kick, Junge. Den Kick, einen neuen Brawler oder Skin zu bekommen. Junge, was ist das überhaupt für ein Brawler, Mann? Das macht doch gar keinen Sinn. Boah, stimmt, der kann ja diese Dashes da. Boah, ist richtig langweilig. Nee. Digga, Bock gar nicht, Leute. Nee, gar keine Lust. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz, ganz schnell, ja, zu den Star Drops. Ja, Digga, let's go! Macht ultra Bock, Junge. Und ich bin richtig gespannt, was wir jetzt ziehen werden. Ey, Openings machen so unfassbar Spaß, Junge. Ich liebe Mega-Schweine und vor allem, wenn ich einen legendären Star Drop bekomme, dann ist mein Tag einfach wieder in Ordnung. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal ein paar Star Drops. Gönn. Ja, die nächsten Star Drops sind da, Leute. Die habe ich auch gratis bekommen, zum Glück, weil ich ja auch ein YouTuber bin. Also richtig geile Sache auf jeden Fall. Und ich würde sagen, let's go. Ich will Openings. Ich will legendären Star Drop. Ich will legendären Star Drop. Ich will legendären Star Drop. Jetzt mach doch mal hinne hier. Oh, ja. Let's go, Junge. Legendärer Star Drop. Digga, das macht mir mit Abstand am meisten Spaß in Brawl Stars. Ich würde sagen, let's go! Ja, was? 500 Credits? Der Jonas. Creator Code? Lukas. Und damit, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir richtig geil in Brawl Stars unterwegs. Und, wir müssen gleich mal Minigames spielen, aber mir fällt gerade auf, dass ich noch ein neues Paar neue Schuhe brauche. Einen Moment. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal hier neue Schuhe. Nike Shox. Auf Shox und chill, meine Fetten. Keiner wird dich retten. Mit den Jungs. So, ich glaube, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehen richtig schick aus. Die sind richtig sportlich. Damit kann man richtig gut unterwegs sein. So, 148 Euro. Ja, weiß nicht. Dafür bekommt man halt auch schon echt viele Juwelen, muss man sagen. Ach so, die sind ja eh für Frauen. Ich brauche ja die für Männer eigentlich. Für Männer kosten die 633 Euro? Nee, das sind die mir nicht wert. Ich würde sagen, wir gehen wieder an Brawl Stars. Und damit werden wir den neuen Brawler Melody jetzt pushen. Ich würde sagen, wir wählen auf jeden Fall einmal ihren Gratis-Skin einmal aus. Und, ach, den bekommen wir ja erst in 13 Stunden und 47 Minuten. Ja, okay, deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem neuen Dünger Spike Skin. Wie ihr sehen könnt, habe ich Spike schon ausgerüstet und werde jetzt einfach mal den neuen Dünger Spike von 0 auf 1000 Pokale pushen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in ein Solo-Showdown-Spiel. Der Ausraster. Boah, ich werde jetzt auf jeden Fall im Star-Drop-Opening, wenn ich den legendären ziehe, richtig ausrasten. Ich werde alles zusammenbrüllen, Leute. Und oh, legendärer Star-Drop. Ja! Bro, was war das denn für ein Ausraster, Alter? Du musst richtig rumbrüllen, wenn du einen legendären Brawler ziehst. Das war doch kein Ausraster. Hä, findest du? Also ich finde, ich bin schon ziemlich krass ausgerastet eigentlich. Aber okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal, ja, in die nächsten Star Drops. Und wenn ich jetzt einen krassen legendären Brawler ziehe, dann werde ich aber wirklich eskalieren und alles zusammenrobben, Junge. So ein Ding ist das. Okay, die nächsten Star Drops und legendärer Star Drop. Ja! Hey, Bro, ist das eigentlich dein Ernst? Denkst du, das war ein krasser Ausraster? Junge, da muss ich dich aber enttäuschen. Ich würde sagen, ich zeige dir jetzt mal, wie man richtig ausrastet. Let's go. LOL!
Der Anzeigenhauptmeister. Hallo, ich bin der Anzeigenhauptmeister und ich tue leidenschaftlich gerne Brawl Stars Spieler melden, wenn sie teamen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine Runde und melden dann erstmal ein paar Brawl Stars Spieler. Das mache ich am allerliebsten. Ja, also wir sehen ja auch schon einen verbotenen Namen von dem Genie. Das ist nicht erlaubt, sich so zu nennen in Brawl Stars. Und deswegen werde ich den sofort nach der Runde melden und die Anzeige eben auch einreichen. So, und wir spielen übrigens auch nur mit Poco, denn ich möchte auf jeden Fall keinen gewaltaggressiven Brawler nehmen nach Paragraph 47 Absatz 4b. Und deswegen spiele ich nur Poco. Somit habe ich die Fähigkeit, mich selbst zu healen und auch anderen Spielern Schaden zuzufügen. Und habe auch übrigens nicht Dezibel-Dusche ausgewählt. So, und ja, wir sehen schon, der Bass versucht zu teamen, er greift mich nicht an, das wird eine Anzeige geben, ich werde ihn sofort melden nach dieser Runde. Er hat versucht zu teamen, das ist nicht erlaubt in Solo-Showdown, das steht in den Supercell-Richtlinien 43b Absatz 4 hoch 7 ins Quadrat. Dann werde ich jetzt erstmal ein Foto machen und Anzeige ist eingereicht, so. Und ja, ich werde auf jeden Fall sofort den Spieler melden nach dieser Runde. Nein, das geht auf jeden Fall gar nicht. Ihr seht schon, er rennt weg. Das ist verboten. Er möchte mich nicht angreifen. Er möchte teamen. Und Teaming ist verboten. Der 8-Bit greift mich nicht an. Er möchte teamen. Das ist verboten. Und deswegen wird er auch angezeigt. Der Pro-Player. So, Leute, ich habe jetzt 80 Stunden. 80 Stunden habe ich durchgepusht. Und da habe ich jetzt endlich meine 1 Million Gratis-Juwelen auch bekommen. Bro, ich muss mich auch mit so viel Energy wach halten. Ich würde sagen, oh, bisschen Takis wetzen. Oh mein Gott, das ist ganz, ganz schief gegangen. Alles voller Takis hier, Leute. Aber wir halten mich gut wach, die Schärfe. 70.000 Pokal jetzt erreicht. Und falls ihr euch fragt, wie ich gerade zocke, das mache ich mit meinen Füßen, weil ich bin der absolute Pro-Player Nummer 1, Lukas. Ey, let's go. Ich wusste es einfach, Digga. Mein linker kleiner Zeh, der ist einfach zu krass. Der hat den Aim am Start, Leute. Und let's go, Junge. So ein Ding ist das. Ich bin der absolute Pro-Player Nummer 1 in der Stadt, Mann. Oder auch in dem ganzen Land oder auch auf der Welt. Und let's go. Star Shelly auch nochmal freigeschaltet. So muss das. Let's go, Junge.